Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um Zahlen. Und zwar geht es heute um diese Regel hier, die 68, 95, 99 Regel. Was hat es damit auf sich? Also es geht nicht um das Gewicht von Optionshändlern, es geht auch nicht um die Formen von Frauen, sondern es hat etwas mit Standardabweichung zu tun. Und was genau, das klären wir jetzt hier in diesem Video. Ganz häufig kommt zuletzt immer mal wieder die Frage hier auch in Kommentaren, Mensch, wir reden immer über Standardabweichung, aber was ist denn das überhaupt? Und jetzt können wir Standardabweichung natürlich ganz theoretisch erklären, anhand von Optionspreisen, anhand von statistischen Modellen, oder aber wir versuchen das mal auf eine Art und Weise zu machen, wie es jeder halt versteht. Und diese Regel hier, diese 68, 95, 99 Regel, die sagt eben was über die Standardverteilung aus, wobei gleich zu Beginn muss ich hier mal an einer Stelle ein bisschen korrigieren, denn eigentlich ist dieser Begriff, der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mal in einem Fachbuch gelesen, der ist nicht ganz korrekt, denn wenn man ganz korrekt sein würde, dann müsste man hier noch 0,7 hinmachen, ne? Also das heißt die 68, 95, 99,7 Regel, aber das glaube ich klingt dann nicht so toll, ne? Und deswegen heißt es also 68, 95, 99, weil man sich das dann gut merken kann. So, Standardverteilung, das ist also ein Begriff aus der Statistik und da geht es einfach darum, wie sich verschiedene Dinge in der Natur, in der Wissenschaft, in Preisen und so weiter statistisch verteilen. Das heißt also, wo kann man annehmen, wo befinden sich gewisse Preise in der Natur. Und bevor das jetzt hier alles viel zu kompliziert wird, machen wir das mal an einem ganz simplen, einfachen Beispiel. Und zwar, wir machen jetzt etwas mal mit Größen. Also was hier steht, 1,75, 1,70 und so weiter und so fort, das sind also Größen, Zentimeter von Männern. So, warum genau Größen? Naja, das ist wahrscheinlich, weil immer wenn mich jemand hier sieht und trifft mich dann mal draußen irgendwo, und da gibt es ja viele Leute, die zu mir kommen und sagen, Mensch, ich kenne Sie aus YouTube oder ich kenne dich aus YouTube. Naja, also ihr könnt immer du zu mir sagen, okay? Ich bin jetzt nicht so, dass man sie zu mir sagen muss. Und was ich da ganz häufig höre ist, du bist ja viel kleiner als im Video. Oder ich habe gedacht, du bist viel größer. Also, ich bin auch nicht so groß. Wir klären gleich, wo ich stehe. Und das ist aber ein Beispiel, was sich jeder vorstellen kann. Okay, also, passt auf. Vieles in der Natur ist anhand einer sogenannten Gaußschen Glockenkurve verteilt, ne? Das heißt also, Gaußsche Glockenkurve, das erinnert den einen oder anderen jetzt vielleicht an seine Schulzeit zurück. Es gibt so eine sogenannte Normalverteilung. Wo befindet sich also irgendwas? Und jetzt lasst uns das mal wirklich am Beispiel der Größe deutscher Männer machen. Hinweis an der Stelle, ich habe mir diese Zahlen jetzt nicht statistisch herausgesucht, sondern ich habe einfach runde Zahlen genommen, damit es für jeden verständlich wird. Gehen wir mal davon aus, dass der durchschnittliche deutsche Mann 1,75 Meter groß wäre. Okay, das wäre der Durchschnitt. Was sagt der Durchschnitt aus? Im Grunde genommen doch überhaupt nichts. Wir wissen alle, dass es Männer gibt, die sind deutlich kleiner. Es gibt Männer, die sind deutlich größer. Und dann gibt es eben viele, die in der Mitte sind. Also so ungefähr 1,75. Ne? So, und jetzt kommen wir als erstes zu der sogenannten 68% Regel. Und das ist die sogenannte erste Standardabweichung. Und gehen wir mal einfach davon aus, dass wir sagen, die erste Standardabweichung in der Größe von Menschen wäre 5 cm. Dann würde das bedeuten, dass 68% aller deutschen Männer zwischen 1,70 m und 1,80 m groß sind. Ne? Heißt also, 1,75 ist der Durchschnitt aller Männer, größenmäßig. Zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter sind 68% aller Männer groß in Deutschland. Das heißt also, wenn du jetzt zwischen 1,70 und 1,80 bist, dann weißt du, du gehörst zur großen Mehrheit der deutschen Männer. Du bist in der ersten Standardabweichung. So, nächste Standardabweichung wären wieder 5 cm, und zwar insgesamt jetzt also schon 10. Das würde also bedeuten, zwischen 1,65 Meter und 1,85 Meter, das ist jetzt die sogenannte zweite Standardabweichung, und hier, also die erste waren 68% und in der zweiten Standardabweichung fallen jetzt schon 95% aller deutschen Männer darunter. Das heißt also zwischen 1,65 und 1,85
95% aller deutschen Männer würden, wenn diese Statistik so richtig wäre, von den Zahlen her, würden alle 95% aller deutschen Männer genau in diesem Größenmaßstab liegen. Naja, okay, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? So, okay, also. Und jetzt wissen wir aber natürlich auch, hey, 1,85 Meter, ja, aber ich selbst kenne viele Leute, die sind deutlich größer und ich habe auch schon Männer getroffen, die sind kleiner. Also muss es ja noch mehr geben. Ne? Und da gibt es noch eine dritte Standardabweichung und das ist eben dann die sogenannte 99,7-Regel. So, und die geht eben dann hier, in dem Fall jetzt von 1,90 Meter auf der Oberseite bis zu 1,60 Meter auf der Unterseite. Und da würden dann 99,7% aller deutschen Männer würden in diesem Rahmen liegen. Und ich denke, wenn ihr jetzt mal euer Umfeld auch so ein bisschen anschaut, eure Freunde, eure Bekannten, dann werdet ihr auch sagen, ja okay, in dieser Größenordnung liegen wahrscheinlich alle statistisch betrachtet die meisten meiner Freunde, meiner Kumpels, meiner Kollegen und so weiter und so fort. Ne? Und jetzt weiß natürlich aber auch jeder, ein Dirk Nowitzki, der ist deutlich größer als 1,90 Meter und es wird wahrscheinlich auch Männer geben, die sind kleiner als 1,60 Meter. Das heißt, natürlich gibt es auch noch die vierte, fünfte, sechste Standardabweichung, aber das ist eben extrem selten. Ne? Also das ist wirklich extrem selten. Natürlich gibt es Männer, die 2,5 Meter groß sind oder auch 2,10 Meter, aber wie häufig siehst du die? Schon relativ selten. So, okay. Was hat das jetzt alles mit Börse, was hat das jetzt alles mit Optionshandel zu tun? Gerade beim Optionshandel versuchen wir ja immer statistische Muster anzuwenden. Ne? Also sagen, okay, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das und das passiert, deswegen verkaufen wir an einem bestimmten Punkt eben Optionen, deswegen erwarten wir bestimmte Bewegungen, deswegen berechnen zum Beispiel Börsen bestimmte Margins, weil sie eben zum Beispiel sagen, klassisches Beispiel, bei Aktienbörsen, die CBOE beispielsweise, berechnet die Margin für einen geschriebenen Put und auch für einen geschriebenen Call immer so, dass sie sagt, naja, wir gehen davon aus, dass sich die Bewegung, die am nächsten Tag passieren kann, innerhalb der zweifachen Standardabweichung aufhalten wird. Das heißt also, 95% aller Kursbewegungen sind damit abgedeckt. Und ihr seht jetzt schon, 95%, das ist fast immer, aber eben nicht immer. Und die restlichen, diese berühmten Black Swans, diese schwarzen Schwäne, ne, das sind also die, die außerhalb der zweiten oder dritten Standardabweichung auftreten. Und die können manchmal das 5, 6, 7, 8-fache sein. Die sind aber eben extrem selten. Wenn sie aber kommen, dann sind sie natürlich entsprechend hart. So. Und gehen wir ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Optionen gibt es ja noch nicht so lange. Ne? Aktien gibt es schon mehrere hundert Jahre. Auch Optionen gab es ja schon vor, selbst zu Zeiten der Tulpenblase gab es schon Optionen. Die waren ein bisschen anders als hier, wir das heute kennen, aber da gab es schon Optionen. Die ersten Optionen wurden in Japan entwickelt, im Reismarkt in Osaka, glaube ich. Da wurden zum ersten Mal Produkte gehandelt, die mit den heutigen Optionen annähernd vergleichbar waren. Ne? Deswegen sagt man, okay, Osaka in Japan war so die Geburtsstunde des Optionshandels. Ich glaube, im 15. Jahrhundert oder irgend sowas, oder 14. Jahrhundert, also ewig lange her. So, und neuere Optionen sind ja dann erst wieder Mitte so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wieder in den USA eingeführt worden, an der Terminbörse in Chicago. Und bis dahin hat man eben immer gedacht, vom Pricing her der Optionen, dass das auch gleich verteilt sein müsste. Ne? Also Calls müssten dieselben Prämie haben wie Puts. Warum? Ist ja alles schön normal verteilt. Und dann hat man aber festgestellt, nein, es gibt eben die sogenannten Fat Tails, also die dicken Enden. Man hat also gesagt, okay, im Grunde ganz, die meisten Ereignisse finden eben, ich schraffiere das jetzt mal hier statt. So, und dann finden noch ein paar hier statt und dann finden noch ein paar hier, und dass man das quasi so schön statistisch nach unten machen kann. Die Realität ist aber so, dass es immer mal wieder Ausreißer gibt, die dann hier so sind, ne? Also wo es hier ein bisschen mehr ist. Und das hat dann dazu geführt, dass beispielsweise wir heute noch so etwas haben wie den sogenannten Skew. Ne? Früher gab es einen Smile, da waren alle Optionen quasi gleich gepreist. Das ist wieder akademisch nicht 100% korrekt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und nach 1987, nach dem Crash im Oktober, als der Dow Jones, glaube ich, damals 20% gefallen ist, hat man gemerkt, okay, die Optionen, die Puts waren viel zu billig, und seitdem werden Puts immer teurer gepreist als Calls im Aktienmarkt. Ne? Das ist nicht in allen, bei anderen Märkten, Öl und so weiter, kann das auch anders sein. Aber im Aktienmarkt sind Puts immer teurer als Call-Optionen. So, und was nützt mir das jetzt als Optionshändler? Ganz einfach. Wenn du
Optionen systematisch handeln möchtest, egal ob du kaufst oder ob du verkaufst, ja, dann musst du ja irgendeinen Ansatz haben. Und jetzt hast du ja beispielsweise eine Aktie, die 1000 Dollar kostet, dann hast du eine Aktie, die 50 Dollar kostet. Du hast eine Aktie, die bewegt sich sehr, sehr stark, das heißt, die hat eine hohe Volatilität. Es gibt eine Aktie, die bewegt sich sehr, sehr wenig, die hat eine geringe Volatilität. Wo legst du jetzt deine Käufe oder Verkäufe hin, sprich welchen Strike wählst du aus? Und da ist eben die Benutzung der Standardabweichung ein sehr gängiges Hilfsmittel, dass man eben sagt, ich verkaufe Optionen beispielsweise immer an der ersten Standardabweichung. Ja, du kannst auch die zweite nehmen oder du könntest theoretisch auch die dritte nehmen. Wenn du halt die dritte nimmst, dann weißt du, in 99,7 der Fälle wird der Preis nicht dahin kommen. Funktioniert in der Praxis nicht. Warum? Kriegst keine Prämien und die Margin ist viel zu hoch. Aber es dient also einfach dazu, dieses Standardabweichungsberechnung dass man systematisch an den Handel von Optionen herangehen kann. Nichts anderes. Ne? Institutionelle Market Maker und so, die nutzen solche Dinge noch, um immer ihr Risiko besonders zu berechnen. Du musst dich jetzt bloß immer eins fragen. Bist du ein Market Maker? Hast du 1000 verschiedene Positionen in deinem Konto oder geht es bei dir um 5 Aktienoptionen, die du hast? Ne? Und da ist aus meiner Sicht, meine persönliche subjektive Meinung, ist es schon wichtig, dass du diese Zusammenhänge hier verstehst, im Groben zumindest. Ne? Du musst nicht die Black und Scholes Formel vor- und zurückbeten können, du musst nicht hier irgendwelche Volatilitätsabrechnungen machen können. Und so. Das ist aus meiner Sicht für den Privatanleger nicht notwendig. Ja? So. Aber du musst, und das ist der entscheidende Punkt, auf dein Risiko schauen. Das heißt also, du musst dir immer bewusst machen, ja, wenn ich jetzt an der ersten Standardabweichung einen Put verkaufe, als Beispiel, oder an der zweiten. Ne? Machen wir mal die erste. Also das heißt, wenn ich hier, stell dir vor, das ist der Preis der Aktie, so, hier fällt die Aktie, hier steigt die Aktie. So. Und wenn du jetzt sagst, hier an der Grenze, an der ersten Standardabweichung, verkaufe ich einen Put in einem übergeordneten Bullenmarkt, ne? Dann habe ich eine extrem große Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze für mich ausgeht. Warum? Naja, dann 68%, was bleibt übrig? 32, das kann man teilen durch die untere und Oberseite, 16%. Das heißt, ich habe eine 16%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Preis dahin geht, beziehungsweise dass die Option in Geld verfällt. Und ich habe ich muss ganz schnell rechnen, 84%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Preis oberhalb bleibt. Ne? Das kennt ihr vom Delta her. Wahrscheinlichkeit, nichts anderes. So, und jetzt musst du dir Folgendes bewusst machen. Ja, wenn du hier einen Put verkaufst an der ersten Standardabweichung, dann wird das in 86% der Fälle am Ende der Laufzeit wird diese Option wertlos verfallen und du wirst einen Gewinn machen. Es gibt aber eben auch die 16% der Fälle, wo das nicht so sein wird. Und es gibt eben auch in 16% der Fälle, kann es eben auch dann wieder ein paar geben, nämlich 5% der Fälle, 0,3% der Fälle, wo der Preis deutlich, deutlich mehr gegen dich läuft. Und das musst du dir einfach bewusst machen. Das heißt, du musst dir bewusst machen, dass irgendetwas passieren kann, dass deine Option, die du heute verkauft hast beispielsweise, morgen das Fünffache kostet. Oder das Zehnfache. Und du kannst auf diese Realität, weil das ist eine Realität, kannst du jetzt unterschiedlich reagieren. Es gibt genau 3 Wege. Der erste Weg ist, du sagst, ich lasse das mit dem Optionshandel bleiben. Okay, warum nicht? Ja, also wenn er sagt, das ist mir alles zu riskant, soll er machen. Ist halt einfach so. Punkt Nummer 2, du sagst, ich möchte dieses Risiko definitiv ausschließen, dann musst du Spreads handeln. So, dann musst du eben sagen, okay, ich verkaufe keine nackten Optionen, ich handle immer Spreads. Das bedeutet nicht, dass du keine Verluste haben kannst, aber du weißt eben, okay, mit einem Spread kann dir nicht passieren, dass morgen dein Konto weg ist. So, ne? Das kann nicht passieren, weil du hast einen Spread, du weißt ganz genau, wie hoch dein Risiko ist, das kann auch je nach Positionsgröße substanziell in deinem Konto sein, aber dein Konto kann morgen nicht weg sein. Oder aber, und das ist der dritte Punkt, und das ist der Weg, den ich versuche zu gehen, dass ich sage, okay, ich weiß, dass ich morgen unter Umständen eine Option im Depot habe, die sich verfünffacht hat. Und dann kann ich eben die Größe dieser verkauften Position nicht ins Unermessliche treiben. Dann kann diese Position nicht 10% meines Kontos ausmachen, weil wenn das passiert, kann es passieren, dass morgen mein Konto weg ist. Ne?
So, und deswegen begrenze ich eben die Größe meiner Positionen sehr, sehr deutlich und ich hedge mich auch gegebenenfalls, wenn mir das sinnvoll erscheint, gegen solche Events ab. Ich muss mich nicht gegen einen 3% Aktienrückgang abhedgen und auch nicht gegen einen 5% Rückgang. Aber gegen einen 20 oder 30% Rückgang muss ich mich abhedgen. Das ist zumindest meine Meinung und das kann man ja über verschiedene Arten und Weisen machen. Ist jetzt aber nicht hier Teil dieses Themas. Wir machen das in Seminaren, wo wir das ganz, ganz ausführlich machen. Wie kann man sich hedgen? Ist auch nicht so kompliziert. Also glaubt auch nicht immer, dass das alles so wahnsinnig kompliziert wäre und dass man dafür 10 Jahre lang irgendwie Finanzen studiert haben muss. Optionshandel ist keine Raketenwissenschaft, wie alles im Leben. Börsenhandel ist keine Raketenwissenschaft, mit Immobilien Geld zu verdienen, das ist keine Raketenwissenschaft. Und ich kann fast alles hier aufzählen, außer Raketenwissenschaft ist fast nichts Raketenwissenschaft. Okay, so. Ich hoffe, ihr habt damit jetzt einen kleinen Einblick in das etwas kompliziertere Thema Standardabweichung erhalten. Ihr könnt euch es selber einordnen anhand eurer Größe, ob ihr zur ersten, zweiten oder dritten Standardabweichung gehört. Und wer jetzt wirklich viel Zeit hat und gerne recherchiert, der kann mir mal reinschreiben, was ist denn die Durchschnittsgröße des deutschen Mannes. Das würde mich mal interessieren, und wie groß ist eine Standardabweichung, damit ich mich selbst mal einordnen kann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Handel mit Optionen. Wenn ihr Fragen habt zu speziellen Themen rund um das Thema Optionen, dann schreibt mir das gerne hier in die Kommentare. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.